So, nächstes Teil. Also, nochmal hier für alle. Weil ihr guckt ja eh nur 3 Minuten. Was soll ich da jetzt in 3 Minuten euch erklären? Ihr hört doch eh nicht zu. Ihr habt eure Meinung. Ihr habt eure Meinung. Der Rest ist doch euch scheißegal. Ihr interessiert euch doch nicht. Aus. Nein. So ist fein. So, jetzt will er nicht pissen, sondern markieren. Ich kenne doch meinen Hund. Ja? Ihr wollt mir irgendwas immer erzählen und hier und tra. So ist fein, Loki Fuß. So ist fein. So, er ist, erzähle ich hier nochmal. Ja, weil ich anscheinend das Gefühl habe, ihr guckt ja eh die anderen Videos nicht. Ihr reagiert immer nur auf eins und dann am besten nicht auf Teil 1, sondern direkt auf Teil 3. Ja, oder Teil 2. Und seid dann der Meinung, ah, ich weiß alles. Nein, wisst ihr nicht. Mittlerweile gibt es diesen Kanal seit einem guten halben Jahr ungefähr. So, da sind einige Videos, mehr als 40, 50 bestimmt schon. Ja, so. Wie wollt ihr denn wissen, ja, was das für ein Hund ist, was der für Probleme hat? So, erstens, Problem hat er, die Mutter ist zu früh von den Welpen getrennt worden. Ich gehe davon aus, circa nach 2, 3 Wochen, ja, hat der oder die Züchterin die Mutterhündin trennen müssen, weil aufgefallen ist, ja, es waren mal 8 Welpen, plötzlich nur noch 7. Ja, erstes Indiz. Alle am Ladenglocken hätten bei mir schon an sein sollen, aber das habe ich euch alle schon erzählt. Aber euch ist das völlig egal. Ihr habt die Meinung, ja, habt gesehen, 3 Minuten, ja, dass er, fein, dass er nicht an der Leine läuft, ja, weil ich geschrieben habe, provokativ, ja, es wird immer schlimmer. Er ist halt pubertär. Natürlich gibt es Tage, wo es scheiße läuft. Aber das ist alles Training. Ey, das ist nicht so. Ja? Ich kenne doch die meisten Pappeimer hier. Ich weiß doch, wie es bei euch läuft. Im Internet sitzt ihr da. Ja, mach das, mach das, mach das. Wenn ich euch mal auf der Straße begegne, ja, sieht so aus. Ja? So, jetzt mache ich meinen Hund wegen euch verrückt. Hierher, Sitz. So, nochmal. Also, wir fangen vorne an. Ich erzähle das mal. Ihr merkt das. Ihr habt mich wieder so weit, dass ich mich tierisch in Rage rede. Also erstens, der Züchter hat verkackt. Zweitens, ja, ich habe sehr viele Fehler gemacht. So, jetzt nochmal Analyse zu diesem Hund. Sitz. Entschuldigung. Hund, Sitz. So ist fein, ja, so ist fein. Dieser Hund, wie gesagt, hat ein sehr toriert, sein Revier, ein sehr großes Revierverhältnis. Ne? Er muss alles markieren, jede 2 Meter, er muss zeigen, er ist Alpha, ihm gehört das hier alles. So, zweitens, Hundebegegnung hatte ich, ja, da. Hundebegegnung, hier. Ja. Hundebegegnung, Riesennarbe. Hundebegegnung. Ja.
Er versteht die Hundesprache nicht. Wir haben es probiert mit einem oder mit zwei anderen Hunden. Ja, da war ein Problemhund, ein wirklicher Problemhund, der ihn gemaßregelt hat. Ja, der dann plötzlich zu einem guten Hund wurde. So, er versteht aber die Hundesprache nicht. Er hört nicht auf. Und er spielt die anderen Hunde so lange kaputt, ja, weil er nur spielen, spielen, spielen. Er macht die Hunde so kaputt, dass sie aggressiv auf ihn werden. Dann kam da auch ein Kommentar, ist nett gemeint. Ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Such dir kleine Hunde. Seht ihr das nicht? Wie groß dieser Schinken ist? Hier. Da. Hier ist meine Hüfte. Und ich bin nicht 1,30. 73 cm bis hierhin. Die Widerristhöhe des Hundes ist 73. Der wiegt bis zu 47 Kilo. Hundebegegnung, gerade eben, ein kleiner Pudel. Wir waren noch nicht mal in seiner Nähe. Er war ruhig, er hat nicht gebellt. So, ja. Ich bin dann dem Hund vorbei und er wollte spielen. Der andere Hund war aggressiv auf ihn. Meint ihr nicht, ich habe mich nicht erkundigt oder habe keine Hundetrainer gehabt? Oder war in keiner Hundeschule? Was wir am Anfang falsch gemacht haben, das weiß ich mittlerweile. Der konnte sich nicht zurechtfinden zwischen mir und meiner Frau. Den Fehler habe ich selbst verbockt. Ich bin aber auch offen und ehrlich, Leute. Ich kann mit Kritik um. Ich kann auch sagen, die Fehler, die ich gemacht habe, liegen nicht nur an dem Züchter. Liegt nicht nur an dem Hund, sondern natürlich auch an mir. Aber ich kann mit Kritik um und kann das auch umsetzen. Und muss da keine ellen Texte schreiben. Ich werde mal einen Tag mich wirklich darauf konzentrieren, ja, dass ich mal mehrere eurer Kommentare einfach direkt vorlese und beantworte. Ja, oder ich mache da einen Livestream raus. Dann kann man das Ganze mal diskutieren. Ja, also ich bitte euch wirklich, ja, andere Videos gucken, immer wieder, ich kann es nur betonen, es gibt auch schöne Momente. Was meinst du, wie oft ich mit ihm auf dem Sofa liege und kuschle? Ja, da kommt wieder der eine, dann kommt wieder, es ist egal, was ich mache. Irgendeiner von euch ist immer der Meinung, er weiß es besser. Und das ist die Gesellschaft heutzutage. Ihr wisst es alle besser. Ihr seid Profis, aber alle. So wie ihr da sitzt, hinter euren Tisch oder auf dem Sofa und wisst alles besser. Auch diese Geschichte, ja, mit Knast. Bruder, jetzt mal ehrlich. Das ist zum Schutz nicht vor meinen Kindern. Ja, so ist fein. Das ist ein Schutz für ihn, von meinen Kindern. Meine Kleine ist da nicht zimperlich. Das ist ein Mädchen, die ein bisschen flinker unterwegs ist. So, und ich möchte, weil das ist ein Riesenschnauzer, die sind immer aufgeregt. Ja, so. Jetzt fixiert er gerade die Antenne da hinten hier, den Windrad, die Scheißdinger. Das ist gerade so übelst windig und sehr laut. Und er ist ein Angsthund. Ja, nicht nur, dass er nicht weiß, wer er ist,
Ja, er denkt wahrscheinlich auch, er ist ein Mensch. Ja, und bisexuell ist er auch. Ja. Weil steht doch auf Jungs. Und kann er ja auch machen. Das ist mir relativ egal, wen er da bespringt. Hauptsache nicht mich. Der Rest ist mir Wumpe. Natürlich lasse ich ihn auch mal lang an der Leine. Die Leine ist viel zu kurz. Ja, weil ich in dem Fall nicht möchte, dass er markiert. So, merkt ihr das? Sobald ich die Leine loslasse, weiß er überhaupt nicht mehr, wo er hin soll. Und ich komme nicht vorwärts. Ja, er ist nur am Jammern. Was fetzen sollen die nicht trinken? Der trinkt nur Regenwasser. Was soll ich denn machen? Da könnte Öl drin sein. Ich habe auch schon aus so einer Pfütze gesoffen und bin immer noch am Leben. So, und zumal kommt jetzt auch noch dazu, das ist, sobald ich aufstehe und es losgeht. Ey, nein! So. So ist fein. Hierher. So, jetzt will er natürlich die ganze Zeit nur markieren. Ne? So, und dann wundert ihr euch, warum ich ihn dann kurz nehme? Es geht gar nicht anders. Der muss kacken. So. Was meinst du, wie das aussieht im Garten, wenn er scheißen muss? Ey, der zerpflückt meinen Garten, bevor er sich irgendwo hinsetzt und kackt. Aber wem soll ich es erzählen? Ja. Die meisten von euch haben doch eh schon wieder abgeschaltet. Da kommt ja immer nur das Gleiche. Der ist nur am Meckern. Ja. So, wie viele haben die Videos gesehen? Ja. Ich meine nicht die, die wirklich öfter wiederkommen. Ja. Fühlt euch da bitte nicht angesprochen. Ja. So, die zwei Damen, sage ich mal, die auch Riesenschnauze haben, mit denen, die immer wieder meine Videos kommentiere, euch meine ich nicht. Alles gut, ihr könnt da weiterhin drin schreiben und mir Tipps geben. Bin ich auch dankbar für euch. Ja, es geht nur um die Leute, die irgendwelche Ahnungen haben, ja, und denken, die sind Hundetrainer, weil die ein Geschirr und eine Schleppleine benutzen. Ja? Und nicht alles ist ein Gänseblümchen durch die Blume durch. Ne? So, nur weil ich eine Schleppleine benutze, bin ich immer noch kein Hundetrainer. Und selbst wenn ich Hundetrainer bin, heißt das nicht, dass ich Ahnung habe. Und ich sag euch, wie es ist. Ich hatte keine 0815 Hundetrainer. Ja. So, da waren ordentliche hier. Aber auch die haben es nicht hingeschissen gekriegt. Ja. Dann sagte die eine hier, pass auf. Ja. Ich kneife ihn. Ja, natürlich macht er Sitz. Wenn ich ihn gleich treten würde, würde er auch Sitz machen. Weil er einfach verängstigt ist und in diesem Moment nicht weiß, was er machen soll. Wisst ihr, wie viele Bücher ich schon durch habe? Ja, von Cesar Millan bis Martin Rütter. Ja. So. Chris Gaye habe ich auch schon durch.
Aber es hilft nichts. So, und bis in den Harz fahren ist mir ein bisschen weit. Ja, und der Herr Kaye ist auch nicht gerade billig. So, und ich möchte nicht von seinen Hundetrainern trainiert werden, sondern von ihm. Und muss da wahrscheinlich noch einen Aufpreis zahlen. So. Natürlich, wenn er ihn nimmt, kriegt er das in 2 Wochen hin. Natürlich, der hat auch über 10 Jahre Erfahrung. Ich mache meine Erfahrungen erst. Und ich bin so nett und teile meine Erfahrung mit euch und nehme euch mit. Ich bin für jede Kritik dankbar. Aber die muss in einem Zusammenhang, in einem Kontext sein. Versteht ihr das? Ich kann nicht auf Video X reagieren, wenn da mindestens 4 Teile von sind. So, dann sage ich ja und warne die Leute, Achtung, bevor ihr kommentiert, guckt bitte andere Videos, wo es auch mal anders läuft, wo ich zeige, wie ich trainiere. Wisst ihr, wie viele Stunden ich im Garten bin und übe, weil das der Bereich ist, wo es funktioniert? Sitz. So ist fein, mein Schatz. Ja, so, hier weiß er, darf er sonst frei rumlaufen. Ist nicht. Wisst ihr warum? Um einfach diese Gewohnheit, diese Struktur, es ist ja sonst immer so, zu brechen. Ja, ein wunderbarer Kommentar, total Kritik. Das ist super Kritik, damit kann ich leben. Ja, der sagt, pass auf, Junge. Ja, lass den Hund in der Pubertät das und das machen, jenes und solches. Ja, ey, und sagte, ich wünsche dir viel Glück, dass du gut und unbeschadet durch die Pubertät kommst. Danke für solche Kommentare, Leute. Ja, und er hat auch auf gewisse Antworten, die da standen, auch reagiert und gesagt, ey, also, komm mal runter von deinem hohen Ross. Ja? Mir ist das egal, ob das hier schlammig ist. Ja? Er sieht immer nur das Gleiche. Allein die Felder sind jedes Mal anders, wenn ich herkomme. Was soll denn da gleich sein? So, komm mal hier rüber, bevor wir hier irgendwo versinken. So, next part.